Willkommen zurück bei Pokémon Stadium. Heute werden wir uns dem Pika-Cup stellen, natürlich für Pokémon niedrigen Levels. Die richtige Strategie ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Ja, es ist anders als der Mini-Cup, denn beim Mini-Cup durften nur eine bestimmte Anzahl von Pokémon teilnehmen, die 65, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. Beim Pika-Cup funktionieren die Regeln anders. Hier dürfen nämlich alle Pokémon teilnehmen, sofern sie nicht Level 20 überschreiten. Und natürlich gibt es auch hier eine Regulierung. Das Gesamtlevel darf nämlich ein Level 50 sein. Das heißt, einmal 20 und zweimal 15 gehen. Aber ja, mehr halt dann auch nicht. Oder dreimal 60 würden zum Beispiel gehen. Oder diese Regel Mew darf nicht eingesetzt werden. Also theoretisch könnten auch legendäre ausgewählt werden, wie Zapdos oder so. Natürlich konnte man die zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf einem niedrigen Level bekommen. Beziehungsweise kann man auch heute noch nicht. Daher habe ich hier nun ein interessantes Team zusammengestellt. Ich werde es mir zunächst anschauen. Das ist Uri Geller. Ja, Merlin hatten wir als Abra. Hier haben wir nun Uri Geller. Der, Abra entwickelt sich ja schon auf Level 16 zu Kadabra. Wenn man ihn gleich rüber tauscht, kann man eben zu Gold, Silber und Kristall, kann man ihm Eissieb, Feuerschlag und Donnerschlag bei mir beibringen. Ich habe mich nur für Feuerschlag statt Donnerwelle entschieden, da, Dings. Da ich keine Attacken mehr hatte, da ich kein Feuer-Pokémon hier mehr habe, und als Psychokinese alles per TM beibringen war. So, bei Rahmen-Tarzan sieht es hingegen schon anders aus, denn ein Gengar zu diesem Zeitpunkt zu bekommen ist extrem schwierig auf Level 20. Jetzt bin ich nämlich erst auf 25 zu Alpollo, ein normales Nebula. Ich musste auch eine Einbuße in Kauf nehmen, nämlich dass ich ihm nicht Hypnose beibringen kann. Also, es funktioniert so: In Pokémon Gelb kann man im Pokémon-Turm einen Alpollo auf Level 20 finden. Das ist aber extrem selten. Ich habe es aber geschafft, einen Alpollo Level 20 im Pokémon-Turm zu finden. Das tauscht man dann einfach rüber und das entwickelt sich zu Gengar. Natürlich, das ist jetzt das absolute Maximale. Also viel mehr geht jetzt tatsächlich nicht. Ich könnte auch die beiden nie zusammen einsetzen, weil sie natürlich Abra erst auf 16 sogar Kadabra entwickelt und wie gesagt 20 und zweimal Level 15. Oder ein Alpollo auf einem niedrigen Level gibt es nicht, aber wie gesagt, tauschen. Da könnte ich im Psychokinese und Donnerblitz gut per TM beibringen. Aber Hypnose erlernt Alpollo erst auf Level 27, was natürlich für mich in dem Fall nicht möglich war. Und ja, diese Möglichkeit, wie man heutzutage hat mit Herzschuppen und so, ging nicht wirklich. Ich hätte zwar eins züchten können in Pokémon Generation 2, aber das ging mir dann doch etwas zu weit. Deswegen habe ich einfach den Move Pull durch die beiden TMs Toxin und Megasaur etwas abgerundet. Kakarot ist auch hier dabei. Das ist in einem früheren Stadium von ihm. Überall der Erdbeben, Megakick, Steinhagel, seine gewohnten Attacken. Ihr werdet aber merken, es ist eigentlich eine ziemliche, also ja, Nidoking unten ist eigentlich so ziemlich das gleiche, weswegen es doch auch bald ausgetauscht werden wird. So, Lurili ist das Lapras, das ich auf Level 15 habe. Und ja, da habe ich nun wirklich die Möglichkeit zu züchten benutzt. Ich habe keine Zuchtattacken beigebracht, sondern nur die Zucht an sich in Generation 2. So konnte ich einen Lapras auf Level 15 bekommen, weil ihr erinnert euch, das, was man in der Silph-Core bekommt, ist auf Level 30. Das, was man sonst bekommt, auf Level 20. Also, was man freitags in Gold-Silber-Kristall fangen kann. Natürlich die TMS beigebracht Blizzard, Donnerblitz und Body Slam und die VM Surfer. Zwei sehr starke Stab-Attacken. Auf diesem hohen Spezialwert. Lapras ist ein Pokémon, das sehr episch aufgerundete Werte hat, muss man sagen. Nur die Init ist halt etwas schwächer. Aber ansonsten echt sehr, sehr geil. Echt epischen Lapras zu haben, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum ich dazu Wendung umklicke. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, wie gesagt. Mit dem Body Slam perfekter Kant auch für Psycho-Pokémon. Dann haben wir Nidoking. Und ihr seht, wie gesagt, es ist eine ziemliche Kopie von Macholo. Nur natürlich, dass seine Werte viel besser sind. Macholo konnte ich nicht zum Marshock entwickeln, da es sich erst auf Level 28 entwickelt. Und das wäre ein bisschen spät gewesen. Aber ja, für dieses Turnier werden noch beide da sein. Dann beim Pokémon Cup werde ich wahrscheinlich dieses Team fast 1:1 übernehmen. Nur, dann werde ich statt Kakarot bzw. Macholo werde ich dann Zapdos im Team haben. Aber ja, wie gesagt, diese Attacken beherrscht er. Und das macht man einfach so: ein Nidorina bzw. ein Nidoran fangen, ein männliches, auf der Route westlich von Vertania City. Das müsste die Route 21 sein. Bin ich aber gerade nicht 100% sicher, ob es wirklich die Route 21 ist, aber ich glaube schon.
Dort wirkt man dann ein Nidoran auch in das Safari zu und entwickelt es Nidorino. Das passiert auf Level 16, tauscht es, beziehungsweise Quatsch, tauscht es. Er gibt ihm einen Mondstein und dann hat man es. Alle vier Attacken sind per TM lernbar. Chanera ist eine etwas andere Sache. Da muss man lange das Safari-Zone suchen, ehe man eins findet. Ich habe letztendlich eins gefunden. Dann tauscht man es, habe ich es zu Gold, Silber, Kristall getauscht. Es gebrütet mit einem Ditto. Und raus kam dieses Chanera. Es sieht schon sehr hohe KP, 113, damit viel mehr als alle anderen Pokémon. Und zum Beispiel Lapras, auch viele KP dabei. Ja, Chanera ist natürlich der Hammer. Basis-KP 250, absolut crazy. Hytera hat sogar den höchstmöglichen Spezial-KP-Wert, der möglich ist, 255, mehr geht nicht. Und ja, es gibt auch kein Pokémon, was einen ähnlich hohen Wert in irgendeiner Form hat wie Chanera. In KP 250. Aber damals hat es noch eine Besonderheit, denn der Spezialangriff, der Spezialbasis war damals noch bei 115. Das bedeutet mega Spezialverteidigung, mega Spezialangriff. Nicht ganz so hoch wie Simsal oder Gengar, aber trotzdem sehr hoch. Und damit Chanera eine absolute Plage. Sowohl der Spezialangriff als auch die Spezialverteidigung enorm hoch war, natürlich langsam. Aber mit diesem Movepool durchaus zu verkraften. Blizzard, Feuersturm und Donnerblitz. Natürlich eine epische Kombination. Und dann Weichheit, um aufzuheilen. So, ich denke, das Team wäre gut erklärt. Wie gesagt, ich werde es höchstwahrscheinlich auch im Pokémon Cup so einsetzen. Aber, ja. Beziehungsweise dann halt Macholo austauschen. So, aber ihr seht schon, da ist zum Beispiel Nidorin nah. Also es sind jetzt nicht mehr nur Babys dabei. Also wir müssen schon eher überlegen, was wir machen. Feuer-Pokémon ist halt kein Star. Das ist ein bisschen nachteilhaft, muss ich zugeben. Dann Feuer-Pokémon doch nicht schlecht gewesen wäre, aber was gibt es gut an Feuer-Pokémon? Glurak gibt's. Aber Glurak ist halt Glurak. Nicht das allerbeste Pokémon, leider. Arcani gibt's, hat aber einen relativ armen Movepool. Magmar ebenfalls nicht so einen guten Movepool. Ja, es ist schwierig. So, da ist Blutzug. Den können wir einfach mit Feuersturm erledigen. Wobei Blutzug verdammt groß ist, muss ich sagen. Ich hätte mir nicht so ein großes Blutzug vorgestellt. Oh. Ja, das ist halt... Das kann bei Feuersturm passieren. Und wenn ich jetzt nicht auf... Ja, ich sollte wechseln. Ich sollte wechseln. Auch wenn ich ein nerviges Chanera habe, ist das kein Garant dafür, dass hier nichts schief gehen kann. Ja, Chanera ist verdammt nervig, deswegen bin ich verdammt froh, eins an meiner Seite zu haben. Nee, das überlasse ich mal Simsala, weil sowohl Chanera als auch Simsala tun, ja, das Pokémon kompensiert, das fehlende Feuer-Pokémon kompensiert. Okay, Icy wurde blockiert, damit kann ich leben. Da kommt halt Feuerschlag. Aber wie gesagt, das tut es kompensieren. Komm, Feuerschlag. BAM! Geout. Indem eben Simsala Feuerschlag hat und Chanera Feuersturm. Natürlich wäre auch Flammenwurf bei dem Move Tutor in Kristall eine Option gewesen, aber ich habe es mal einfach so bei Feuersturm stehen lassen, da das sowieso die präferierte Attacke von mir ist in dem Fall. So, Nidorina, das ist das stärkste Pokémon, was er im Team hat, so wie ich das überblicken konnte. Aber natürlich immer noch kein Problem. Hätte es allerdings auch zu Nidoqueen entwickeln können, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach einen Mondstein geben zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht ist es dann in der zweiten Runde so, dass hier Nidoqueen ist. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ich habe jetzt nicht mehr exakt im Kopf, was alles in der zweiten Runde im Team ist. So, Raspar, beziehungsweise Paras. Das wird definitiv durch Feuerschlag down gehen, weil Feuer ist gegen Paras viermal stark. Das heißt, man macht vierfachen Schaden. Da zunächst Feuer sehr effektiv gegen Pflanze, das zweimal Schaden macht. Oder auch noch gegen Käfer, zweimal Schaden macht. Paras ist Pflanze, Käfer, also macht es viermal Schaden. Genau das gleiche ist mit Flug, das ist auch sowohl auf Pflanze als auch auf Käfer sehr effektiv, was einen vierfachen Schaden macht. Was Pflanze, Käfer insgesamt zu einem sehr bescheuerten Typ, zu einer sehr bescheuerten Typ-Kombination macht. Musste auch schon Matri voll erfahren aus Generation 5. So. Jetzt haben wir aber den Felsorden, weil wir den Käfersammler geout haben. Und Kampf Nummer 2 beginnt gegen einen Teenager. Erstmal die niedrigen
Trainerklassen durchmachen. So. Machen wir das so. Dann so. Und dann... so. Ich muss jetzt immer ein bisschen aufpassen mit... also ich weiß gar nicht, ob ich Gengar überhaupt einsetzen werde. Es ist immer auf Level 20 und sehr stark. Und es ist eigentlich auch wirklich nur dabei, um ein bisschen Filler zu haben. Weil ich nicht mehr wusste, wen ich wirklich reintun sollte. Und dann dachte ich, bevor ich jetzt random irgendein Pokémon erstelle, werde ich eins nehmen, was ich auch so öfters benutze. Wenn natürlich muss ein neues nehmen. Ich werde das aus dem Pika Cup nehmen. Also Quatsch, aus dem Mini Cup. Das Nebulak, was ich da hatte. Das wird mir auf jeden Fall mehr nützen. Das werde ich dann nehmen für den Spezial Cup. Quatsch, Spezial Cup. Pokémon Cup. Aber gut. Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil ich da Hypnose drauf habe. Und ein Gengar sollte schon eine Hypnose haben, meiner Ansicht nach. Aber natürlich auch andere Meinung sind so. Das Viech wäre geowned. Wobei ich gerade bei Gengarn noch am Überlegen bin, ob ich... also wie es belastend soll. Donnerblitz wird auf jeden Fall drin. Ich würde ihm dann noch gerne Eisdieb geben, da Donnerblitz und Eisdieb eine hervorragende Kombination ist. Dann ist eben die Frage, Psychokinese und Hypnose oder Traumfresser und Hypnose? Beides hat Vor- und Nachteile. Traumfresser ist halt ein bisschen stärker und tut mir zudem KP zurückgeben. Was er zum Beispiel Simsala auch hat mit Genesung oder Chanera mit Weichei, aber hat auf der anderen Seite das Problem natürlich, dass wie sage ich das jetzt am besten? Scheiße, da habe ich den Faden verloren. Achso, ja genau, dass der Kinder schlafen muss. Klar. Also da bin ich noch am Überlegen. Ich habe noch keinen wirklichen Konsens gefunden. Wo es ja eine Entscheidung gefällt, was ich da jetzt genau machen werde. So, es ist selbst dann ziemlich gut durchgesweept, noch keinen Treffer erlitten. Jetzt geht es aber gegen den Schwimmer. Und das ist auf jeden Fall Lapras, eine sehr gute Anlagequelle. Simsalas hat so episch, weil der wirklich schnell ist und da schnell sich durchhauen kann. Das heißt, ich könnte ich auch über Simsala verwenden. Würde ich auch machen, wenn ich klug wäre, aber... ich möchte euch ja möglichst viele unterschiedliche Pokémon zeigen, deswegen ich jetzt auch mit Lapras beginne. Der Lapras hatte natürlich auch den Vorteil, es ist Wassereis, aber es sind Wasserattacken nur ein Viertel auf ihn stark. Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Ein Halb auf ihn stark. Wasser ist ja nicht sehr effektiv gegen Eis, aber Eisattacken wären nur ein Viertel auf ihn. Also, weil Wasser ist neutral gegen Eis, das soll ich sagen. So. Das einzige Problem bei Lapras ist die wirklich sehr niedrige Init, weswegen es, wie gesagt, auch tatsächlich eine Überlegung wäre, ob Simsala nicht intelligenter wäre, weil Lapras auch kein Stab auf seinen Donnerblitz hat, aber durch die Tatsache, dass Lapras kaum Schaden durch diese Pokémon nehmen kann, zum Beispiel Blubstrahl, es wird ihm kaum was abziehen, hohe Defensivwerte, hohe KP-Werte und dann natürlich noch diese Resistenz, das sollte nichts ausmachen, aber die Grafik sieht richtig episch aus, oder? Also, echt sehr leise Auflösung. Und natürlich, die EVs sind maximiert. Das sollte aber klar sein, dass ich hier nicht unvorbereitet reingehen werde. So, nächstes Pokémon vom Schwimmer. Eigentlich kann das so viel Schlimmes nicht mehr kommen. Okay, es ist Turtok und es ist ein Shilock. Dann die Übersetzung, wo man wieder gefailt. Kommt nämlich öfters so, auch bei den Minispielen, da wird zum Beispiel Hypno geschrieben, obwohl Traumato gemeint ist. Also, da kommt schon öfters zu merkwürdigen Eskapaden. Dabei sind die Editionen ziemlich gut übersetzt, aber teilweise ist es doch ein bisschen komisch hier. Das hat schon ein bisschen Anime-Style, was ihr teilweise falsch ist, aber gut. Auch dieser Kampf wäre gewonnen, wir haben nur 4 KP verloren, damit können wir gut leben. Haben wir den Blitzstrahl kassiert, aber das in einer sehr schönen Auflösung. Also sehen wir drüber hinweg und wir erhalten den Donner. Und danach kommt der Farborn, der wirklich sich von der anderen total unterscheidet. So vom Blickwinkel her noch total schön ist. Und hey, das sieht nach Feuer-Pokémon aus, genau. Man sollte jetzt meinen, dass Lapras die beste Option wäre.
Aber Lapras hat einen Nachteil, nämlich dass es den Eistyp hat. Der Eistyp hilft Lapras sonst enorm durch einen gesteppten Blizzard. Aber Feuerattacken sind deswegen eben auch normal effektiv. Deswegen werde ich mit Nidoking in der Führung beginnen. Lapras nehme ich trotzdem mit und ansonsten. Ja, Sims, da komm. Ich habe überlegt, doch mach Hollow wegen Erdbeben. Aber ja. Hat eben eine. Ja. Habe ich irgendwie. Und super. Nicht. Natürlich beginnt er gleich mit Traumato, was sehr effektiv gegen Nidoking ist. Das ist scheiße. Deswegen kommt jetzt doch Lapras schon viel früher zum Zug, als ich ursprünglich angenommen hatte. Weil das ist unerwartet. Und ja. Gut, muss ich mit leben. Aber wie gesagt, hatte ich jetzt nicht wirklich mit gerechnet. Eine Konfusion hätte für Nidoking schon böse werden können. Nein! Das hast du nicht gebracht, du Spast. Gut, dann wechsle ich nochmal zu Simsa da. Ich muss natürlich ein bisschen aufpassen. Den Continuous möchte ich schon so gut es geht behalten. Und mutwillig draufhämmern, wenn der Pokémon verwirrt ist, muss ich ja auch nicht. Das tue ich jetzt lieber riskieren von ihm eine. Alter, chillst du mal? Alter, der Spaß nervt langsam. Aber gut, was kann der Schlimmes gegen Simsa da machen, ist die andere Frage. Also, wirklich viel fällt mir da nicht ein. Oh, der pennt. Aber ja, könnte, ja, es würde mit Konfusion draus werden, aber komm. Böse. Im Pokémon Cup wird Simsa dann zum Glück Genesung haben. Da könnte ich mich dann auch gegen sowas schützen. Aber das kann er jetzt natürlich noch nicht lernen auf Level 16. Da muss ich noch ein bisschen warten. Und es ist aufgewacht. Yay. Gibt allerdings auch eine Möglichkeit, in der nächsten Runde dann wieder Hypnose einzusetzen. Da hoffe ich, dass der Eishieb ausreicht, um ihn zu beseitigen. Auch wenn ich es irgendwie nicht glaube. Denn Trauma ist relativ robust. Ganz gute Defensive. Aber es ist eingefroren. Nice. Es ist steif gefroren. Und ja, wenn es steif gefroren ist, dann war es das für ihn. Der wird nicht mehr auftauen. So ist das in Generation 1. Es sei denn, er wird von einer Feuerattacke getroffen. Und oder natürlich, man benutzt einen Eisheil, aber sonst bleibt der da jetzt festgefroren. In der euren Generation ist es anders, oder wird wahrscheinlich wechseln, oder? Nee, er sieht seinem Schicksal ins Auge. so geil, in welcher Pose er da steht. Lol. Aber ja, die neueren Generationen ist es so, dass. Generation 2 ist es so. In jeder Runde besteht eine gewisse Chance, dass er auftaucht. Bei Schlaf ist es anders. Schlaf wird mittlerweile heutzutage so berechnet, dass das Pokémon 2 bis 5 Runden schläft. Also eine Runde auf jeden Fall. Und in der zweiten Runde besteht eine gewisse Chance, dass es aufwacht. Und es steigt proportional, bis es in der fünften Runde schließlich 100% sind. Und bei Eis besteht in jeder Runde eine Chance, dass es aufwacht. Es könnte sein, dass es ewig eingefroren ist, was aber so gut wie nie vorkommt. Oder es könnte sein, dass es sehr schnell wieder auftaucht. So, und ein Zandan, langsam glaube ich, das will mich verarschen hier. Ich greife jetzt aber mit Erdbeben an, aber der hatte irgendwie nicht die Pokémon, die ganzen Feuer-Pokémon dabei, die ich erwartet hätte. Okay, Sandwirbel. Ja, vielleicht nicht zu Lapras wechseln sollen. Aber komm, das kriegst du hin, Terminator. Das kriegst du hin. Aber genau, so weit gedacht. Und deswegen hat Einfrieren eben heutzutage kaum Beachtung. Erstens gibt es als einzige Statusveränderung keine Attacke, die Einfrieren direkt bewirkt. So wie Irrlicht oder Toxin oder Donnerwelle, sondern es tritt zufällig nur als Nebeneffekt auf von Blizzard 30% Chance, Eisstrahl 10% Chance, ich glaube Eisheap 20% Chance. Beim letzteren bin ich mir jedoch nicht sicher, Soroklotex werde ich bei den Feuer-Pokémon, was ich erholen kann. Und Nidoking ist wirklich mini. Ich glaube Nidoking ist in Wirklichkeit größer. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, aber ich glaube schon. So, gesteppt Erdbeam, das war's, du Text, so tschüss. Und wie gesagt, deswegen Einfrieren heutzutage nicht mehr so in Mode. Eben wegen dem einen Grund, dass es keine richtige Attacke gibt dafür. Und dass es auch relativ schwach heutzutage ist, da die Chance so hoch ist, dass die wieder auftauchen nach einer Runde, dass die meisten Pokémon sehr schnell wieder auftauchen.
Gut. Damit ist der Dieb besiegt. Und die Hälfte hier vom Minicup wäre. Pika Cup wäre geschafft. Wenn es aber euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Und beim nächsten Mal machen wir dann die letzten 4 Trainer und können hoffentlich, soll eigentlich nicht mehr viel schief gehen, am Ende unsere Trophäe in den Händen halten. Bis dann.